Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Neuerscheinungen aus dem August, auf die ich mich schon freue. Und ich muss mir wirklich mal einen neuen Satz überlegen, um dieses Video anzufangen, denn irgendwie starte ich diese Neuerscheinungsvideos immer gleich. Jedenfalls habe ich diesen Monat wieder ein paar tolle Neuerscheinungen rausgesucht und die möchte ich euch jetzt eben genauer vorstellen. Rezensionen, die ich erwähle, sind alle in der Infobox verlinkt, genauso wie die Bücher an sich, also schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das näher interessiert. Die erste Neuerscheinung kommt gleich am 4. August raus und zwar ist das eine Fortsetzung, nämlich Das Reich der Sieben Höfe, Flammen und Finsternis von Sarah J. Maas. Das Buch erscheint im DTV Verlag und wird 19,95 € kosten. Darüber, wie anders diese Cover sind als die englischen Originalcover, wenn ihr die kennt, dann wisst ihr bestimmt, wovon ich rede. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht erst sprechen, denn ich finde diese Cover jetzt nicht wirklich gelungen. Sie repräsentieren meiner Meinung nach nicht wirklich den Inhalt des Buches, denn bei dieser Buchreihe, bei der Reihe Das Reich der Sieben Höfe, handelt es sich um eine High-Fantasy-Reihe, in der es um Feyre geht, eine 19-jährige junge Frau, die eines Tages bei der Jagd im Wald auf einen riesigen Wolf trifft und diesen dann tötet, und als Rache für diesen Mord an dem Wolf wird sie von einem anderen Biest, einem anderen Fae, denn genau das war dieser Wolf, er war ein Angehöriger der Fae, entführt und soll nun den Rest ihres Lebens in Prythian, dem Reich der Fae, verbringen. Es passieren einige spannende Dinge. Die Rezension zum ersten Teil, die ich geschrieben habe, verlinke ich euch wie gesagt mal unten. Da könnt ihr da vorbeigucken, wie ich den ersten Teil so fand. Ich kann euch nur so viel sagen, ich fand ihn genial. Ich fand ihn wirklich super. Es war eins meiner Jahreshighlights letztes Jahr. Da habe ich den ersten Teil schon auf Englisch gelesen. Dann dieses Jahr nochmal auf Deutsch und ich habe ihn genauso geliebt wie letztes Jahr. Und deswegen freue ich mich schon total auf den zweiten Teil. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, ihn auf Englisch zu lesen. Werde jetzt aber auch warten, bis ich das Buch auf Deutsch habe und ihn dann auf Deutsch lesen. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie Feyre's Geschichte weitergehen wird. Aber wie gesagt, bei dieser Reihe handelt es sich um eine High-Fantasy-Reihe. Es passiert sehr viel und die Cover sind meiner Meinung nach viel zu kindlich, um diese Reihe wirklich zu repräsentieren. Denn hier geht es wirklich hoch her manchmal. Es gibt echt actionreiche, auch sehr detailliert beschriebene Szenen. Es gibt auch ein paar andere sehr detailliert beschriebene Szenen, die eventuell auch nicht so unbedingt kindgerecht sind. Aber darüber, wie gesagt, wollte ich jetzt ja eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich freue mich auf jeden Fall schon unglaublich auf diesen zweiten Teil und das ist definitiv die Neuerscheinung, auf die ich mich am meisten freue. Ebenfalls am 4. August und ebenfalls beim DTV Verlag erscheint dann noch Der Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow von Rainbow Rowell. Hier handelt es sich um eine Art Spin-off zu der Juli-Neuerscheinung Fangirl, die im Hansa Verlag erschienen ist. Und deswegen weiß ich auch nicht allzu viel über den Inhalt des Buches, denn ich möchte zuerst Fangirl lesen, bevor ich mir Simon Snow genauer angucke, weil, wie gesagt, Simon Snow eine Art Spin-off zu Fangirl ist. In Fangirl geht es um ein Mädchen namens Kath und diese schreibt Fanfiction über diese Buchreihe, die es in ihrer Welt gibt. Eben die Reihe um Simon Snow und sie schreibt, wie gesagt, eine Fanfiction und diese Fanfiction ist dieses Buch, das jetzt beim DTV Verlag erscheint, zumindest soweit ich das verstanden habe. Aber wie gesagt, deswegen weiß ich noch nicht, was in Simon Snow passiert, weil ich mich einfach eventuell nicht für Fangirl spoilern möchte, beziehungsweise erstmal Fangirl lesen möchte, um mehr über die Welt von Simon Snow rauszufinden, bevor ich dann in das Buch eintauche. Das Buch wird auf jeden Fall ebenfalls 19,95 € kosten und ich finde das Cover auf jeden Fall ziemlich cool. Ich bin total gespannt, wie dieses Buch wohl sein wird und freue mich schon, es dann irgendwann mal nach Fangirl zu lesen. Die zweitmeist erwartete Neuerscheinung im August ist dann Riders Schatten und Licht von Veronica Rossi. Das Buch erscheint am 24. August im FJB Verlag und wird 16,99 € kosten. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Buch freue. Denn ich habe von der Autorin bereits die Ariane Perry Trilogie gelesen, also Gebannt, Getrieben und Geborgen. Und ich mochte diese Bücher so, so unglaublich gerne. Die Rezension zum ersten Teil kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, falls ihr da vorbeigucken wollt. Und ich bin so froh, dass ich die Bücher noch gefunden habe, bevor diese neue Reihe von ihr jetzt erscheint. Denn jetzt kann ich mich umso mehr auf Riders freuen. Hier geht es um Gideon, der bei einem Unfall eigentlich stirbt, aber trotzdem im Krankenhaus aufwacht. Zwar schwer verletzt, doch auch diese schweren Verletzungen heilen ziemlich schnell wieder. Und Gideon fragt sich dann natürlich, wie das alles sein kann, was überhaupt gerade passiert, so lange, bis er von einem Mädchen namens Darren eine Botschaft enthält. Laut Darren ist er einer der vier apokalyptischen Reiter, die die Welt vor den Dämonen beschützen müssen. Und
Ja, recht viel mehr verrät der Klappentext nicht. Ich bin, wie gesagt, total gespannt, denn ich habe die erste Reihe, die ich von der Autorin gelesen habe, total gerne gemocht und freue mich deswegen schon zu sehen, ob ich auch ihre nächste Reihe so gerne mögen werde. Die apokalyptischen Reiter, über die weiß ich nicht allzu viel, aber das Thema an sich finde ich auf jeden Fall recht interessant und bin auf jeden Fall gespannt, wie das in dieser Reihe umgesetzt wird. Ebenfalls am 24. August und diesmal im Fischer Tor Verlag erscheint dann Nevernight, die Prüfung von Jay Kristoff. Es erscheint im Fischer Tor Verlag und wird 22,99 € kosten. Und deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir das Buch gleich holen werde oder vielleicht warte, bis es ein bisschen günstiger ist, bis es mal gebraucht irgendwo erhältlich ist. Auf jeden Fall klingt auch dieses Buch total interessant. Es handelt sich hier um einen High-Fantasy-Roman, in dem es um Mia geht. Ihr Vater wurde als Verräter hingerichtet und ihre Mutter eingesperrt und seitdem wird sie von einem alten Antiquitätenhändler aufgezogen, der jedoch wesentlich mehr ist als das, denn in dem Assassinenorden die Rote Kirche bildet er Attentäter aus. Und auch Mia muss diese Schule durchlaufen, um letztendlich Rache für das, was ihren Eltern angetan wurde, auszuüben. Recht viel mehr weiß ich nicht. Der Klappentext ist noch etwas detaillierter, aber ich möchte nicht zu viel verraten, denn ich finde, dass da schon ein paar Details mit drin sind, die jetzt nicht unbedingt in den Klappentext gemusst hätten. Aber ihr könnt da gerne selber mal vorbeigucken, wenn euch das näher interessiert. Das Buch ist auf jeden Fall im englischsprachigen Raum total gehypt und ich habe auch schon aus dem Deutschen ein paar gute Meinungen darüber gehört. Von Jay Kristoff habe ich noch nichts gelesen, aber im Oktober wird auch noch ein anderes Buch von ihm erscheinen, das er zusammen mit Amy Kaufman, einer der Autorinnen von These Broken Stars, geschrieben hat, nämlich Illuminae. Dazu dann auf jeden Fall da mehr. Und ja, wie gesagt, Nevernight klingt meiner Meinung nach sehr interessant. Es geht um Assassinen, es geht um Rache für das, was der Familie angetan wurde. Da stellt sich natürlich auch die Frage, war das überhaupt gerechtfertigt? Was ist in der Vergangenheit passiert? Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Buch, weiß aber wie gesagt noch nicht, wann ich es mir holen werde. Auch bei dem nächsten Buch bin ich noch etwas skeptisch und zwar handelt es sich hier um ein neues Buch von Cecilia Ahern. Auch das wird am 24. August im Fischer Verlag erscheinen. Und das Buch wird 14,99 € kosten und trägt den Titel So klingt dein Herz. Und das Einzige, was mich bei diesem Buch ein bisschen zögern lässt, ist einfach die Tatsache, dass es sich zwar um einen Roman handelt, also nicht direkt um ein Fantasy-Buch, aber dass es trotzdem fantastische Elemente hat und das schreckt mich momentan noch so ein bisschen ab, denn von Cecilia Ahern habe ich zwar schon ein paar Bücher gelesen, muss aber ehrlich sagen, dass ich die Bücher, in denen so ein bisschen fantastische, übernatürliche Elemente vorkamen, immer nicht so gerne mochte wie die anderen Romane von ihr. Und hier in diesem Buch geht es um Laura, die im Westen Irlands aufwächst und alle möglichen Geräusche imitieren kann, also menschliche Stimmen, Tiergeräusche. Eines Tages trifft dann der Toningenieur Solomon auf sie und auch seine Lebensgefährtin, eine Regisseurin namens Bo, ist sehr fasziniert von Laura und die beiden nehmen sie dann quasi mit und auf einmal findet sich Laura in dieser sehr lauten, sehr geräuschvollen Welt wieder und muss sich dann dort erstmal zurechtfinden. Und wie gesagt, ich bin noch etwas skeptisch, was das Buch angeht. Auch hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber da ich die Bücher von Cecilia Ahern eigentlich grundsätzlich schon gerne mag, ist es auf jeden Fall mal mit auf meiner Liste gelandet und bleibt definitiv mal auf dem Bildschirm. Aber ob ich es mir holen werde, das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht werde ich erstmal in der Buchhandlung reinlesen und das dann entscheiden. Und bei der letzten Neuerscheinung handelt es sich dann um etwas, was wie das perfekte Sommerbuch klingt, und zwar The Romantics oder wie Gail das mit der Liebe lernte von Lea Conen. Das Buch erscheint am 25.08. im Lux Verlag und wird 12,90 € kosten. Und hier geht es um Gale, der früher ein richtiger Romantiker war, aber nachdem seine Eltern sich scheiden lassen und seine Freundin ihn mit seinem besten Freund betrogen hat, kurz nachdem er ihr das erste Mal gesagt hat, dass er sie liebt, da hat er den ganzen Gedanken an die Romantik irgendwie aufgegeben und glaubt nicht mehr an die große Liebe und an Happy Ends. Dabei ist das doch alles genau vor ihm und ich finde, dass das einfach so richtig zuckersüß und sommerlich klingt nach einer hoffentlich schönen Liebesgeschichte. Ich bin definitiv gespannt, ob es sich tatsächlich um eine Liebesgeschichte handelt. Ja, ich gehe mal davon aus. Immerhin heißt es, die einzig wahre Liebe ist direkt vor ihm, aber wer diese einzig wahre Liebe sein könnte, das wird im Klappentext noch nicht erwähnt und deswegen ja, freue ich mich schon, das herauszufinden. Ich mag vor allem im Sommer Contemporary Bücher sehr gerne. Das wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt. Und deswegen bin ich schon total gespannt, wie dieses Buch mir gefallen wird und hoffe natürlich, dass es genauso niedlich und süß ist, wie ich mir das jetzt erhoffe. Aber ja, da werde ich mich wohl überraschen lassen müssen.
Das waren auf jeden Fall alle Neuerscheinungen für den August, auf die ich mich freue. Wenn ihr noch andere Bücher kennt, die im August rauskommen, dann lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen, denn man kann nie genug Neuerscheinungen zumindest mal angucken. Wer weiß, vielleicht ist ja doch was Gutes noch dabei. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr ihm auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alle eine schöne Zeit. Tschüss!